Sandra, so schön bist du hier. Wie geht es dir? Ja, sehr schön. Ich habe euch schon gelauscht eben für eine halbe Stunde. Bin schon total eingetaucht in diesen schönen Weihnachtsspirit. Und wisst ihr, was mir da eingefallen ist? Der Begriff Christmas, ja, stammt ursprünglich von Christ in Mass, also Christus in der Masse, das heißt Christus in jedem von uns. Und insofern Coffee, Cookies and Conversations zur Christmas-Zeit ist eine ganz, ganz wunderbare Kombination und unterstützt das ja, weil darüber habt ihr euch die ganze Zeit gerade ausgetauscht, ne? Dieses in sich einfach freizulegen. Quasi dieses Juwel, was freigelegt wird, wenn wir dort hinschauen, nach innen, wo auch immer innen ist, oder? Hier, hier. Ja. Wo ist das? Und wir sind schon mittendrin, liebe Sandra. So schön. Ja, so schön euch zu sehen. Es kam gerade so, weißt du, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, dann sind wir irgendwo und spüren's. Und die Liebe in uns, das Göttliche, das Universelle. Und dann kommt noch eine nächste Schicht, weißt du? Diese ongoing, unfolding. Irgendetwas hat mich gerade in diese Richtung gebracht. Und ich glaube, da siehst du immer wieder so viel, wie sich das entfaltet, auch mit deinen Lieben und dir selber. Ja, absolut. Ich finde, eigentlich ist das wie eine Liebesbeziehung zu sich selbst aufbauen. Und also was für mich zurzeit in meinem eigenen Evolutionsprozess gerade wirklich präsent ist, ist dieses zu merken, wow, wenn ich mich wirklich auf dieses Licht in mir einlasse, ja, und mich dieser Weisheit anvertraue, dann wächst das. Ja, das ist wie eine Beziehung. Also wenn ich Vertrauen einbringe sozusagen, ja, und immer wieder hinschaue und immer wieder Kontakt aufnehme, dann wächst diese Beziehung und die Liebe wächst. Und ich habe das gerade ganz konkret bei kreativen Projekten, die am Entstehen sind und die ich in die Welt bringen möchte und wo ich in so einer Phase bin, wo im Außen das noch nicht sichtbar wird und mich das überhaupt nicht verunsichert. Und das ist wirklich was Neues für mich. Und ich musste aber gerade kürzlich durch so ein Nadelöhr durch, wo dieses ganze Denken wieder extrem präsent war und Denken Nervosität ausgelöst hat und Denken Stress ausgelöst hat. Dann war für mich sozusagen der Übergang auf das nächste Level und ich habe das Gefühl, da bin ich angekommen, wirklich das einfach auszuhalten. Das einfach auszuhalten, gar nichts draus zu machen. Ja? Und weiter zu mir zu schauen, zu meinem Licht zu schauen und darauf zu vertrauen. So, ich höre, was du sagst und ich bringe das ins Leben. Und auch wenn im Außen noch kein Beweis sichtbar ist, dass sich das als Frucht irgendwann zeigen wird, bleibe ich dabei. Und das hat mich gerade zu so einer inneren Freiheit geführt, die ist neu. Also, ist wirklich neu. Ah, das ist so schön, weil ich kann mich so gut erinnern und da hast du auch berührt, indem du dich so geöffnet hast, auch während mein geheimes Leben, dass du unsichere Gedanken und Gefühle hast, wir alle ja, aber dass du die immer wieder auch verdammt nochmal glaubst. Und jetzt dieser neue Aspekt.
Ja, die sind. Na und? Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja auch das Faszinierende, dass man das einfach so stehen lassen kann, dieses ganze Denken. Ja, und wir denken halt, ja, und Gedanken kommen. Und mittlerweile habe ich so dieses Gefühl, Gedanken sind ein Vorschlag. Ja? Also jeder Gedanke, der kommt, ist ein Vorschlag. Und ich kann auf diesen Vorschlag eingehen, kann es aber auch sein lassen. Ja. Oh, das mag ich. Und er kommt mit dem Gefühl für Ja oder Nein irgendwie immer mehr. Ja, stimmt. Ja. Ich meine, eigentlich ist ja der Gedanke, so ein Vorschlag ist ja an sich erstmal neutral. Mhm. Ja. Eigentlich sind es eine Menge neutrale Vorschläge. Und dann kann man, ja, und dann je weiter man in diesem Verständnis auch kommt, dann entwickelt man eigentlich aus Selbstliebe heraus so ein klares Gefühl von, ja, da gehe ich jetzt mit weiter. Mhm. Ja, diesen Vorschlag nehme ich an. Und nee, diesen Vorschlag nehme ich nicht an, weil ich war jetzt schon auf die Spirale nach unten und das muss ich mir eigentlich kein weiteres Mal mehr antun. Ja. Ne? Das stimmt, weil das Lustige ist ja in der Neutralität, die wird ja erst zu, wenn wir die bewerten, oder? Und aber zu spüren, nee, diese Achterbahnfahrt, heute nicht. Aus unsicher, Zweifel, Angst. Und trotzdem zu sehen, dass uns nichts dabei passieren kann, wenn wir sie nehmen. Ja. Aber die Liebe zu uns wird größer und größer. Die Liebe sichtbar, spürbar in uns und füreinander, glaube ich auch. Ja, und einfach diese Wahrheit, ja. Es ist ja wirklich eine Wahrheit. Das ist eigentlich die Wahrheit, ja. Wir sind viel, viel mehr als unsere Gedanken. Wir sind viel, viel mehr als unser Körper, als unsere Frisur, die mal gelingt und mal nicht gelingt, ja. Wir sind so viel mehr. Und dann eben so nach und nach immer mehr zu fühlen, wow. Ich kann überhaupt nichts falsch machen. Ja? Ich bin. Ich bin. Und das ist mein Kern. Und von dort aus habe ich eine Menge Optionen, mich auszudrücken. Und auch Leid zu erfahren, ist ja auch eine Ausdrucksform. Ist ja an sich auch nicht schlecht. Es ist einfach eine von endlos vielen Optionen. Es ist, glaube ich, das, was uns auch so verbunden hat, ganz zu Beginn, dieses, wie wir uns alle, glaube ich, wieder ins Leben verliebt haben. Eben in dieses Leben einmal mit alles. Wir sind heulend uns gegenüber gesessen, weißt du noch, Sandra, in London. Berührt nur im Sein gemeinsam für den Moment. Und gerade als du dieses Leid reingebracht hast. Wir lieben fühlen, alle Menschen. Wir glauben einfach, es sei nicht okay, wenn es um uns geht. Oder um unsere vermeintliche Geschichte. Aber lebendig sein, fühlen, tief, in welche Richtung auch immer, gefällt uns ja eigentlich total gut. Und immer mehr zu sehen, das sagt nichts über mich aus, wie du es gerade so schön gesagt hast, meine Frisur, Wut gerade, Angst, Zweifel und Unsicherheit. Okay. Und ich bin darunter.
heil und ganz. Das ist so schön. Da muss ich an das, wir hatten mal eine Masterclass in der Supercoach Academy und ich weiß nicht genau, wer es war, aber einer von den Trainern hat über Menschen mit Depressionen gesprochen. Mhm. Und hat einfach so erklärt, und da ging mir echt ein Licht auf, ein Mensch mit Depressionen, also Depressionen sagen nicht aus, wer dieser Mensch ist. Mhm. Sie sagen nur etwas darüber aus, wo dieser Mensch gerade mit seinen Gedanken ist. Ja. Und das finde ich, das hat auch das so gut irgendwie verdeutlicht, dass wir alle eben viel, viel, viel mehr sind. Und wir können uns identifizieren mit den Gedanken, die wir halt dauerhaft denken. Oder wir können auch andere so bewerten. Ja? Mhm. Dieser Mensch hat Depression. Oder dieser Mensch hat Burnout. Oder dieser Mensch ist unsicher. Oder was auch immer. Ja? Aber zu verstehen, dass das sind alles oberflächliche Erscheinungen. Ja. Die haben nichts mit dem Kern zu tun. Mhm. Ja, sind eigentlich auch nur Vorschläge, die angenommen worden sind. Ja? Mhm. Und das macht dann die Identität eines Menschen aus, also die Persönlichkeit. Ja? Aber dahinter ist immer dieses göttliche Licht und diese Wahrheit. Ja? Und ich weiß noch früher, habe ich in meinen 30ern zum ersten Mal gehört. Everybody is whole, perfect and complete. Und damals dachte ich schon so, ja, das hört sich schön an, aber was das wirklich bedeutet, das konnte ich noch nicht greifen. Und durch die Three Principles ist das so gesagt, ja, so wow, tatsächlich, das stimmt. Und das merke ich auch, also so begegne ich mir selbst und ich begegne anderen Menschen so. Und das ist so schön, sich nicht mehr so verrückt machen zu lassen von vermeintlichen Schwächen anderer. Mhm. Weil man ja weiß, okay, das ist jetzt, dieser Mensch hat eine Schwäche, ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber eigentlich ist dieser Mensch genauso Gott wie ich. Ja? Mhm. Was, ich weiß nicht, warum, Sandra, aber während du gesprochen hast, kam mir so eine Erinnerung hoch an, aus meiner Kindheit. In den 80ern, ich glaube 81, vielleicht war es 80, hat Princess Diana den Charles geheiratet. Und bei uns in Amerika war das eine Riesengeschichte. Bei uns auch. Ja, diese Prinzessin. Ja, das war wunderschön. Und ich habe irgendwann mal in dem Jahr darauf folgend eine von diesen ausschneidbaren Puppen. Habt ihr die auch gehabt? So aus Pappkarton? Und Diana gab es dort erstmal sie, in, also ohne Klamotten, erstmal dort in so eine ganz dezente Unterwäsche und neutral. Und dann gab es einige Sheets von Papers und Kartons und da konnte man ihr Abendgarderobe ausschneiden und ihr Freizeitgarderobe und sie umwickeln. Und was mir gerade in den Sinn kommt, war, ja, Diana war Diana. Und sie hatte verschiedene Kleider, die sie angezogen hat. Aber die Kleider konnte man immer wieder ausziehen. Mhm. Und mir kam gerade so dieses Sinnbild von, ja, jemand trägt das Kleid der Depression, jemand trägt das Kleid von Stress gerade. Das sind sie nicht. Darunter diesen Kleider, die immer wieder abgezogen werden können, das ist das, dieses neutrale, ja, ja, dieses Göttliche, aber ja, es ist so wunderbar neutral. Ich habe selber ein Sehen gehabt, wo wie mein Kleid, mein persönlicher Shelia ausgezogen wurde für eine Zeit lang. Mhm. Mit ihren Gefühlen und Dramen und Präferenzen und Euphorien und was übrig blieb, war dieses liebevolle, beobachtende Watcher der ganzen Erfahrung, die da geschah. Und ich denke, für mich
warum ich das auch endlich verstanden habe mit Sinn, wir sind perfekt, vollkommen und heil. Das hat mich früher so genervt, weil ich habe gedacht, nein, ich fühle mich verdammt nochmal nicht heil, ich fühle mich nicht vollkommen und okay. Ja, weil ich das Kleid halt gerade anhatte und ich habe damals noch nicht verstanden, wir können diese Erfahrungen, und das war so schön, was du gesagt hast, wie Leid ist auch nur eine Erfahrung, die wir haben können. Ja, und das können wir haben, das können wir anziehen eine Weile. Und das heißt nicht, dass was drunter ist, nicht heil und perfekt und vollkommen ist. Mhm. Das war der Unterschied hinzubekommen. Wir sind das und wir sind diese menschliche Erfahrung. Lea sagt immer, mehr als Mensch und Mensch. Und dass das Hand in Hand miteinander geht. Wow. Ja. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in manchen Sprachen zwei und Gott sehr ähnlich sind? Mhm. Also im Französischen ist Dieu ist zwei und Dieu ist Gott. Mhm. Und das, was du gerade beschrieben hast, das kam mir jetzt gerade so, das ist eigentlich genau das. Und ich meine, ich sage jetzt Gott. Also ich habe mich von allen kirchlichen Konnotationen da irgendwie frei gemacht. Und Gott, das sind vier Buchstaben und die bringt es irgendwie so schön auf den Punkt. Ja, aber wir können auch mein sagen oder so. Ja. Oder inneres Selbst und äußeres Selbst. Es sind zwei. Ja. Und das hast du gerade irgendwie so schön gezeigt. Ja. Da ist die Diana ohne Kleider und dann ist da die Diana mit Kleider. Ja. Ja. Und dieses wunderbare Geschenk, eben auf der Welt zu sein in Form. Lea, Shelia, Sandra. Und Präferenzen zu haben, ohne sich von denen haben lassen zu müssen. Immer mit dem Wissen, Diana und Abendgarderobe oder dreckige Stiefel. Mhm. Und die Freude wieder zu entdecken an diesem Spiel, das Shelia gerade beschrieben hat. Am Spiel Abendgarderobe anziehen. Stiefel anziehen, dreckanten Schuhen, hohe Stilettos. Wie befreiend mit diesem Zwei-Sein. Oh, das fand ich jetzt so treffend. Mensch und mehr als Mensch. Immer in dieser Balance, immer in dieser Schwingung. Und es auch zu vergessen, um ganz spielen zu können. Ja. Weil ich kann ja nur ganz Abendkleid sein, wenn es gerade sich wie Abendkleid anfühlt. Du kannst ja eigentlich nur die Erfahrung Abendkleid machen, wenn du dich voll darauf einlässt, zumindest für eine Weile, ja. Und vergisst, dass du eigentlich viel mehr bist als dieses Abendkleid. Ja. Mhm. Mit dem immer tiefer werdenden Vertrauen, dass wir nicht vergessen, auch im Vergessen. Dass wir uns da reingeben können ins Spiel. Ja. Und zurückschwingen werden, wenn es nötig ist. Ja, so schön. So schön. Der Jamie Smart hat das vor kurzem in einem Webinar so schön beschrieben, die wir hielten mit Angelika Buchmeier in ihrer Gruppe. Der hat von dieses Erlebnis gesprochen, wenn du in einen Kinofilm gehst. Und er sprach von the oscillation. Also Deutsch sagt man auch Oszillierung, oder? Also das Pendeln? Das Pendeln, glaube ich. Mm-hmm. Ja. Das Pendeln, okay. Mm-hmm. Und zwar, er
er sprach über einen aufregenden Film. Ich glaube, es gab Action-Szenen und Spannung und teilweise auch Gewalt und grausame Dinge. Einer seiner Lieblingsfilme. Und er sprach von dem Genuss des Films kommt nur dann, wenn wir uns verlieren in dem Film. Und wenn wir vergessen, dass wir im Kinosaal sitzen, wenn wir mitgerissen sind von der Handlung und von der Spannung, die aufgebaut wird. Und an einigen Stellen in dem Film allerdings war es fast unerträglich aushaltbar, weil so das Herz schlug und du denkst, geht gar nicht. Also, oh Gott, was passiert dort? Und dann wieder rausgehen können, okay, es ist nur ein Film. Es ist nur ein Film. Dann beruhigst du dich wieder, ja? Und die Tatsache, dass wir in beiden, diese zwei, in beide sein können, der Mitgerissenheit, aber in der Beruhigung, it's okay, it's fine, ja? Und wie wir pendeln zwischen diese beiden Dinge, um einen äußerst spannenden, crazy Film zu genießen. Und das gefällt mir so gut, weil wenn wir von der Liebe sprechen, so unser Thema heute, das macht es für mich möglich, mich in das Leben wieder zu verlieben. Mhm. Weil ich einfach in diesem Pendeln sein kann. Und vorher war ich nur verloren in dem Film. Mhm. Ohne die Beruhigung, dass ich tief in okay bin. Mhm. Oder? Ja, ist eigentlich Pendeln, ohne nach Hause kommen zwischendurch. Ne? Ja, und jetzt wissen wir, wir werden automatisch nach Hause kommen. Wir müssen gar nicht viel dazu tun, weil das ist, wer wir wirklich sind. Und vorher war es halt einfach Pendeln und denken, man ist das Pendeln und man ist dem hoffnungslos ausgeliefert. Mir kommt das manchmal auch vor wie so, wie Waisenkinder, die völlig vergessen haben, dass sie Eltern haben. Ja? Und wir als Menschen, wir tragen die universellen Eltern in uns. Ja? Also unendliche Schöpferkraft, unendliches Potenzial, unendliche Intelligenz. Und es ist endlos. Ja? Und das sind unsere wahren Eltern sozusagen. Und das ist eigentlich der Moment, in dem man versteht, oh mein Gott, ich bin gar kein Waisenkind. Ja? Ich muss hier nicht den Rest meines Lebens irgendwie im Kalten und Dunkeln durch die Gegend tapern, in der Hoffnung, dass irgendwo ein Licht sich auftut oder dass ich irgendwo das Licht finde, weil ich bin ja das Licht, ich habe es ja in mir. Ja. Da habe ich letztens bei Michael Neal so ein schönes Beispiel gehört. Er meinte so, wenn man Katzen hat und umzieht, ja, dann kennt man so diesen Moment, wo man dann die Katzen dann zum ersten Mal rauslässt durch die Katzenklappe und dann aber irgendwie immer noch guckt, so, wo sind sie denn, kommen sie zurück und so. Ja. Und dann irgendwann merkt man, sie kommen wieder zurück. Ja, sie waren jetzt eine Weile draußen, aber sie wissen, wo unser Haus ist und sie kommen jetzt immer wieder zurück und dann kann man das loslassen. Also es ist exakt die Erfahrung, die ich eben bei Umzügen mit unseren Katzen auch gemacht habe. Mhm. Ja. Erst noch nicht so richtig darauf vertrauen können, ja, wissen sie, wo zu Hause ist, ja, wissen sie, wo sie zurückkommen müssen und dann zu merken, sie haben es verstanden, sie kommen wieder zurück. Das ist eigentlich ein wunderbares Bild für dieses eben bemerken, ich bin gerade am Pendeln, aber ich habe ja ein Zuhause. Und ja, wenn mir gerade das Abendkleid nicht mehr gefällt oder eine andere Erfahrung nicht mehr gefällt, dann weiß ich, das Pendel wird irgendwie sich einpendeln, in der Mitte halten, dann bin ich wieder zu Hause. Mhm. Und das ist die Sicherheit, oder? Ich saß ja auf der Bank bei dieser ersten Erfahrung von I'm already home. Es war nicht eine metaphorische Bank, es war eine echte.
dieser Schritt im Menschsein zu erkennen, eben dass die Bank kein Melkstuhl ist, der am Hintern hängt. Ich kann immer, ich sitze im Zuhause sein. Ich kann mich setzen, wann immer. Ich möchte und sogar hinzu, ich sitze schon, auch wenn ich glaube zu stehen. Und diese Ahnung, da kommt der Verstand fast nie mit. Aber die Ahnung wird zu Wissen. Auch nur schwingend darunter, aber immer größer und größer irgendwie. So schön. Es ist wie in einer warmen Badewanne zu liegen. Ja. Zu merken, die Badewanne ist immer warm und immer da. Und das ist irgendwie für mich auch, was echte Unabhängigkeit bedeutet. Ja, also, weil die äußere Form verliert wirklich an Bedeutung. Ja? Also Ergebnisse im Außen, Menschen im Außen. Vorher, oder so das Klassische ist ja eigentlich, dass man immer das Außen kontrollieren will. Und wenn dann im Außen alles so ist, wie man denkt, so sollte es sein, dann hat man diese Freiheit gewonnen, die man angestrebt hat. Ja? Also klassisches Beispiel, Bankkonto oder was auch immer. Aber das fällt mir gerade so ein. Und das, was wir uns sozusagen eröffnet haben und auf dem Weg sind wir ja kollektiv als Menschheit, uns diesen Wahrheiten wieder zu öffnen, nachdem wir alle lange in unseren Kleidern uns verloren haben. Mhm. Ja, das ist für mich, was echte Unabhängigkeit bedeutet. Mhm. Ja. Einfach mit sich friedlich zu sein und zu wissen, ich bin zu Hause, ich bin sicher, ich bin getragen. Und ganz unabhängig davon, wie was im Außen gerade los ist, ob da sich die Ergebnisse manifestieren, die ich mir wünsche, ob da die Menschen sich so verhalten, wie ich es mir wünsche oder sowas. Ja. Das ist nicht so wichtig mehr. Ja. Wie erlebst du das, Sandra? Weil dieses zu wissen, wann es dann aber etwas zu tun gibt, versus im Außen ist es nicht so, wie ich es mir wünsche und ich muss was tun. Also für mich ist das eigentlich wirklich dieses innere Stop und dieses innere Go. Und das eigentlich, ja, Tag für Tag, ja. Ich fühle mich dazu innerlich aufgerufen, was zu sagen, was auszudrücken, ein Gespräch zu führen oder eben nicht, ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Beitrag, den wir alle geben können. Ja? Das ist eigentlich unser Selbstausdruck. Und unser Selbst gibt uns eigentlich in jedem Moment diese Wärmer-Kälter-Richtlinien. Und auf diesem Weg befinde ich mich. Ja? Und manchmal nehme ich auch, wow, okay, da kommt ein Impuls. Und ich bin aber noch nicht bereit, dem zu folgen. Und dann ist es auch okay. Ja? Oder es kommt ein Impuls und ich setze ihn direkt um und fühle einfach diese totale Befriedigung von, wow,
ich habe unsere Liebesbeziehung wieder gestärkt. Ja? Also ich hab vertraut, ich habe es einfach getan und wow. Ja. Mhm. Und wie ist das bei euch? Ich weiß, unsere Zeit ist eigentlich schon rum, aber die Antwort würde ich gerne noch hören. Wir haben noch Zeit, wir haben extra ein bisschen länger geplant. Oh. Für mich, Sandra, ist das, ich hatte das irgendwie vor, ja, ich glaube, es war in Athen, wo wir gemeinsam waren. Ich hatte eine Erkenntnis, das Leben lebt sich selbst. Und es sind die ganze Kraft des Universums entfaltet sich durch das Leben, Moment zu Moment, auch durch mich. Und seitdem ist es wie komplett weggefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Stop oder Go mehr habe. So, es ist mehr wie einfach zu beobachten, was entfaltet sich jetzt und was entfaltet sich jetzt und was entfaltet sich jetzt. Und irgendwie rausgefallen zu sein aus dieser Rolle des Tours oder der Tourin, hineinzufallen in die Rolle des Beobachtens, was das spannende Leben als nächstes tut, durch mich. Und jeder von uns hat so eine andere Metapher. So, für dich das Stop-Go und für Lea bestimmt was anderes. Für mich ist es, ich fühle wie immer diese unsichtbare Hände auf den Rücken. Come on, go there. There's the next place to go. There's the next place to go. Und früher war meine innere Stimme im Kopf sehr, sehr laut. Der hat mir immer gesagt, du musst das tun, du musst das als nächstes. Wenn du das nicht tust, bist du nicht sicher. Wenn du das nicht tust, verdienst du nicht genug Geld und so weiter. Das ist nicht 100% weg, aber immer leiser, immer uninteressanter, auch wenn es auftaucht. Immer uninteressanter. Und das ist diese Shift, von der du auch begonnen hast zu sprechen am Anfang unserer Unterhaltung. So, diese Beziehung zu, diese Liebesbeziehung mit der Lebensentfaltung, wären meine Worte dafür, dahin zu gehen und zu merken, that's where the magic is. Lea, wie ist das für dich? Sehr ähnlich. Ich wurde aus dem Verkehr genommen. Ich. In den allermeisten Fällen. Das tönt irgendwie total schräg, meine Güte. Lea tut, was Lea tut. Aber es hat wenig mehr mit den Ideen zu tun, die ich über mich hatte, lange Zeit. Aber es ist prickelnder, freudiger, lebendiger, wilder, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und es berührt mich immer wieder, am Leben zu sein, lebendig zu sein, ist schon tun in sich. Sehend, hörend. Und trotz allem immer einfach den nächsten Schritt zu gehen, wie alle in diesem Kleid. Mensch, nur den Nächsten. Und bei dem, was Shelia gerade geteilt hat, dort sind wir zusammen in diesem Boot.
Und es ist verrückt, sogar in diesem Zusammen ist diese Energie drin. Und vielleicht für die Menschen, die zuhören, die fühlt sich nicht immer nur gut an. Ja. Überhaupt nicht. Aber richtig. Da, da, da. Und es ist irgendwie entgegen diesem Folge der Freude. Ja. Es ist sei am Leben. Mhm. Eben einmal mit allem. Mhm. Aber getragen, gehalten. Fliegend in diesem unbeschreiblichen Sein. Schön. Jetzt ein Keks. Und ein Keks und ein bisschen Kaffee. Sandra, bevor wir dich gehen lassen, wir wissen, dass du was ganz Neues auf die Beine gestellt hast. Willst du ein bisschen darüber erzählen, vor allem für diejenigen, die heute zuhören, die unternehmerisch tätig sind? Weil meine Facebook-Live wurde gerade mit Leas, also meine Facebook-Seite wurde mit Leas zusammengetan und bei mir sind ganz viele Business-Ladies da drauf, die du benutzt hast. Ja, gerne. Also Hintergrund ist, ich bin transformativer Coach für Mütter im Businessaufbau. Und ja, und ich finde halt gerade einfach sehr, sehr viel Freude daran, dieses Wissen in die Businessführung zu integrieren, besonders als Mama, weil dann so viele Herausforderungen, die man hat, als Mutter, die irgendwie sich auch beruflich selbst verwirklichen will, von selbst gelöst werden, ja, indem man eigentlich genau diesen Wahrheiten sich öffnet, die wir gerade besprochen haben, ja. Zeitmanagement, da muss man sich dann nicht mehr viel Gedanken drüber machen, ja. Oder wie das eine zum anderen passen kann, wie das Business wirklich einen Stellenwert bekommt in der Familie, wie die Kinder weiterhin einfach wirklich präsent bleiben. Das löst sich von selbst auf und ergibt irgendwie ein stimmiges Ganzes. In dem Moment, wo man sich diesen Wahrheiten öffnet. Ja. Und dazu habe ich ein neues Jahresprogramm kreiert. Das heißt Mein Inside-Out-Business. Mhm. In 12 Monaten deinem inneren Kompass in ein befreites Business- und Lebensgefühl folgen. Mhm. Ja. Und das ist eine Mischung aus 1-zu-1-Coaching, aus Masterminds. Und es ist ganz frisch. Das Baby ist ganz frisch draußen. Ja. Und genau. Hast du den Link für uns, Sandra, dass die Linie das posten kann? Also ich habe noch keine Landingpage für dieses Programm. Ich habe nur einen Blogartikel und da kann man sich eintragen, wenn man Interesse an diesem Programm hat und den Link, den könntet ihr teilen. Sehr, sehr schön. Mhm. Dann, wenn du es uns gibst, dann teile mir das mit den anderen. Und ich finde es so wichtig, die Lea und ich, wir haben die letzten Tage darüber gesprochen. Wir haben uns eine Welt vorgestellt, in der so viele Unternehmerinnen mit diesem Verständnis in die Welt hinausgehen und so kraftvoll im Leben unterwegs sind und ein Licht sind für andere. Egal, ob sie Tanzen lehren oder Ernährungsgeschichten. Wir haben gerade einige verschiedene Kunden, die in allen Richtungen ihr persönlicher Ausdruck in die Welt bringen. Und deswegen ist es so wertvoll, dass es dein Programm gibt und dass es dich gibt.
Es ist so schön. Auch wenn die Welt ohne uns kann und wenn es uns gar nicht um uns geht. Aber ja, dass andere die Möglichkeit haben, da auch dieses Verständnis zu erlangen. Ich weiß genau, wovon ihr spricht. Und das ist doch auch das Schönste, oder? Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und plötzlich darf man beobachten, wie die Blume aufgeht. Und plötzlich wird es leicht und einfach. Und das sind einfach für uns auch die schönsten Momente. Ja? Und dann darf das weiter in die Welt gehen. Und alles, was wir tun, ist ja einfach wirklich nur auf diese universelle Wahrheit hindeuten. Ja. Ja, und die erledigt den Rest. Ja, ja, absolut. Mhm. Lea, wir hören dich gerade nicht. Du bist auf stumm gestaltet, Lea. Der Link ist übrigens gepostet jetzt. Und wir kommen von diesem Gefühl, in dem wir ja gerade so gebadet haben zusammen, wieder zurück. Und der Teil gefällt mir eben auch so unglaublich, wie praktisch es ist. Marketing wird einfach. Oder? Werbung, die nächsten Kunden finden. Plötzlich wissen wir, wie wir die finden. Wir haben große Ideen außerhalb des Haifischbeckens und können denen folgen, weil wir sie überhaupt hören. Ja. Und das Spiel Menschsein und Business und Leben und Mama und wird einfacher. Toller, größer, friedlicher. Friedlicher, ja, weniger, wie sagt man dem Hassel? Weniger getrieben sein. Dass eine Amerikanerin für eine deutschsprachige Person das übersetzt, oder? Das ist ja. Genau. Und eben ganz praktisch und nicht abgehoben. Genau. Ja. Weit weg auf dem Berg sitzend alleine. Sondern mittendrin mit allen Menschen und mit unserem Tun. Absolut. Ja, nicht versuchen, aus diesem universellen Sein irgendwie das nächste Mentalkonzept zu machen, ja, wo man nur hinkommt, wenn man bestimmten Techniken folgt oder was auch. Ja. So. Ja, es ist just like jump into life, springe in das Leben, springe in das Unternehmerin-Sein. Und spiele dieses Spiel Business. Das ist das. Ja. Wenn du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, mehr von Sandra auch erfahren möchtest, wir weisen zwar die ganze 3 Stunden darauf hin, aber ich sage es nochmal, falls du neu dazugekommen bist. Sandra ist auch ein Gast von uns in Mein geheimes Leben. Vilja wird gleich den Link posten, meingeheimesleben.com. Dort erzählen 21 Menschen von einer Zeit in ihrem Leben, wo sie mit einer Herausforderung zu kämpfen haben, entweder gefühlt im Außen oder im Innen, die sie sehr stark gehindert hat an ihrer Lebensfreude und was sie versteckt haben von der Welt, jedenfalls bei vielen der Gastsprecher. Und sie erzählen aber auch, was sie gesehen haben und ihr Aha-Momente und Erkenntnisse, die sie von dieser Dunkelheit rein ins Licht gebracht haben. Und wir haben schon mehr als 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen drin und die berichten uns zurück, dass es für sie lebensverändernd ist, weil sie ein anderes Gefühl bekommen oder spüren oder weil sie ein kleines bisschen etwas Neues sehen, was etwas für sie aufmacht, mehr Entspannung und Leichtigkeit reinbringt, bis hin zu Geschichten, wo Menschen Wunder erleben in ihrem Leben. Und wir wollen das mit euch unbedingt teilen, mit all den Menschen, die ihr kennt. Wir leben in einer kollektiven Erfahrung gerade, wo wir meinen, alle könnten gut gebrauchen,
mehr Liebe, mehr Leichtigkeit, mehr Entspannung in ihrem Leben zu haben. Und das könnte ein erster Schritt sein. Also wenn du auf meingeheimesleben.com gehst, kannst du dich kostenfrei anmelden und es fängt sofort an. Und auf dem Weg in den nächsten 7 Tage wirst du auch die Geschichte von Sandra hören, Sandra Heim. Und ja, das wollte ich auch nochmal erwähnen, bevor die Sandra wieder weg ist. Unbedingt vor dem Heiligabend anschauen. Ja. Und bevor dann die ganze Familie zusammenkommt, eventuell. Ne? Ja. Auch wieder schauen. Es passiert bei jedem Mal etwas Neues. Das ist wirklich verrückt. Ich höre immer wieder etwas Neues darin. Ja. Schenke es deinem Leben zu Weihnachten, weil alle können das wirklich gut gebrauchen. Es kostet dir ja nichts. Deswegen, geh mal hin und schau dir das mal an. Vielen, vielen, vielen Dank, Sandra. Es war so, so schön. Ich habe das Gefühl, dich so zu vermissen. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr solche Gelegenheiten haben. Ja, das war schön. Ich habe gebadet in diesem Gespräch mit euch gerade. Vielen Dank. Ja. Fühlt euch ganz doll gedrückt und geknuddelt und auch jeder Zuschauer, der euch hier findet und dabei ist und zugehört hat und präsent ist. Also alles, alles Liebe.